Nein. Herzlich willkommen bei den Hartmanns. Und den Düring. Good morning. Der Morgen fängt gut an. Wir frühstücken jetzt und hier ist alles mit Corona-Vorschriften. Man durfte nur mit Maske und Handschuhen. Finger desinfizieren, Handschuhe und Maske sich sein Essen holen. Das ist gut, oder Carsten? Das ist cool, ja. Super. Ja, und jetzt werden wir erstmal frühstücken und dann geht's gleich ab die restlichen 650 Kilometer. Ab durch die Mitte. Wir gehen jetzt noch einmal in unser Zimmer. Wir haben gefrühstückt, alle sind vollgefuttert. Besonders Lea. Und die überlegt sich jetzt schon, was auf der Fahrt essen will. Und jetzt, jetzt zeige ich euch mal das Chaos hier. Ich bin das Chaos. Hier tobt der Stück. Jetzt machen wir uns noch schnell die Zähne sauber, mein Schatz. Mhm. Gehen nochmal Pipi schmucken. Ja. Lea hat geklaut, Lea, Liebesgut. Jetzt putzt das Thema deines Liebesgut bei dir. Lea hat ein Päckchen Nutella, lässt sie mitgehen. Und. ist das hier alles an Licht? Ich glaube schon. Lea, wie hast du denn geschlafen? Und freust du dich? Aber ich schlafe eh eigentlich nur in meinem Bett gut, ne? Deswegen. Hast du schon Heimweh? Ich hab Pupsi weh. Ja. Nein, ich hab dir Pupsi nicht Tschüss sagen können, weil ich hab die nicht gesehen, als wir das getan. Und jetzt schreibt Lea, ich meine, der Nachricht, ich soll uns mal ein Bild von der Pupsi schicken. Ein Foto von meiner Katze haben. So, wir fahren jetzt auf der Autobahn. Richtig, fahren wir lange nicht mehr. Und wir sind so müde, ey, jetzt haben wir schon 200.000 Kilometer statt nur 2.000 gefahren werden. Also der hat gerade den... Ja, Lea? Was ist passiert? Lea, was ist? Für 225 Kilometer weiter geradeaus. Also wieder was passiert in irgendeinem von ihren Serien. Also wir sind gerade mal 10 Minuten unterwegs und Lea ist schon wieder passiert in ihrer Serie da. Ist den ganzen Tag nur am Netflixen. Ja, und jetzt freut der Carsten sich auf deutschen Autobahnen zu fahren. Ja, da gibt es ein paar Teilstücke ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Das wäre mal super. Da hinten ist unser Kind, die ist in einer ganz anderen Welt. Oh, das darf ich bestimmt später nicht reinschneiden. Alles klar bei dir, Lea? Was für eine Serie läuft? Ich möchte nicht gefilmt werden. Carsten, möchtest du gefilmt werden? Egal. Ja, das Wetter ist hier. Ich kann es ja immer zeigen, ich bin da tauglich. Ne? Du bist von Natur aus einfach schön, Schatz. Sieht immer gut aus. Ja, willst du was trinken? Später. Ja, also das Wetter ist ja hier nicht so doll in Deutschland. Eben hat es schon kurz genieselt. Und dann ist hier sehr oft stockender Verkehr. Wir waren zweimal in so einem kleinen Stau. Ne? Ja, und dann habe ich ganz viele Fragen noch bekommen. Also die meistgestellte Frage, die werde ich jetzt hier auch mal noch beantworten, ist immer, ob es ein Problem für uns so schlimm ist, dass wir die Urne mit an Bord haben. Das ist für uns aber gar kein Problem, ne Schatz? Ja. Wir haben uns, wir hatten anfangs natürlich Bedenken, aber da Carstens Mutter ja, wie ihr mitbekommen habt, bereits am 12.05. verstorben ist und die jetzt ja schon eine ganze Zeit die Urne bei uns zu Hause war, die stand auf dem Kamin, wir haben da schön immer frische Blümchen hingestellt, eine Kerze hat da mal gebrannt, ist das jetzt für uns kein Problem. Also wir haben die in so einer Transporttasche drin, extra dafür, und die steht da hinten neben Lea auf dem Sitz. Ja. Und wir haben die auch immer schön jetzt jeden Abend mit ins Hotel reingenommen, weil wir Angst hatten, wenn das Auto geklaut ist, dass die dann irgendwie weg wäre. Also alle anderen Wertsachen waren egal, aber die haben wir immer mitgenommen. Naja, jetzt haben wir noch 460 Kilometer vor uns. Ja, ich hoffe, drücken Sie Daumen, dass wir gut durchkommen. So, wir kommen ganz gut durch. Wir sind gerade am Frankfurter Kreuz vorbeigefahren, Lea. Was sagst du dazu? Ich kann nur lachen. Das ist aber gerade richtig lustig. Da stand ja jemand gerade hier an der Autobahn, hat es gewunken. Mensch, das ist ja was, Leute. Wir haben Fans, die warten schon auf den, an den Autobahnen auf uns. Aber einer hat gefehlt, ne Lea? Ja, Lea wird euch bestimmt dazu demnächst mal hier im Video was erzählen. Ja, jetzt sind es nur noch 340 Kilometer. Schatz, soll ich mal fahren, oder? Noch nicht.
willst, das heißt, wenn du Stau willst, kannst du fahren. Ah ne, ich fahre besser nicht. Bei mir geht es immer Stau. Außerdem kann ich so besser hier so wie ein Schluck Wasser in der Kurve hängen. Das geht beim Autofahren nicht. Ja, Leute, 3 Stunden, bisschen mehr wie 3 Stunden, wenn es jetzt so durchläuft. Übrigens, das war doch jetzt Hummels. Ach, Max? Den hast du gerade gesehen, Max Hummels leer. Wir haben ja so viele Promis unterwegs, Fußballspieler, Schauspieler gesehen. Peter Maffay, Arnold Schwarzenegger. Wenn wir alles auf der Fahrt gesehen haben. Leer hat sie alle gesehen. Das ist der Hammer. Und übrigens spielen wir gerade Nummernschilder. Nee, wir spielen das nicht, wir machen das einfach. Wir machen das, ja. Was ist das denn da? Und das weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall die ganze Zeit am Führen gewesen. Ja, richtig. Ja. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr das auch macht, wenn ihr so längere Strecken fahrt und Nummernschilder erratet. Und wir hatten 2 oder 3, die wussten wir nicht. Aber weißt du noch, welche die waren? Nee. Ja. Eins war da eben noch. Da ist LDK, das ist Landkreis. Ja, da ist MTK. MTK, das wissen wir nicht. Schreibt mal, wenn ihr das wisst, das hier unten in die Kommentare. Und das nächste, was wir nicht wissen... Nee, das weiß ich, ja, weißt KI, das ja, weiß hier. Carsten. Hier. Okay. Berlin. Das ist nicht Berlin. Ja. War da kein B? Das war BI. Ach so, ich habe nur ein B gesehen. Okay. Darmstadt-Bielefeld. Ja, müssen wir jetzt nicht allein fahren. Ja. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch macht. So. Und jetzt hoffe ich, dass wir durchrasen und melden uns dann, wenn wir im Braunschweig sind. Ach so, ich bin gerade hier am Verkehr. Was ist ja, tschüss. 140 Kilometer bis zum Ziel. Und ja, das hier finde ich richtig schön. Alles so grün, diese Bäume, dann diese Felder und so. Das haben wir natürlich in Spanien nicht. Bei uns ist halt alles im Sommer trocken. Nur das, was halt regelmäßig bewässert wird. Und sonst ist halt sehr trocken. So, ihr Lieben, jetzt sind wir kurz vom Ziel. Lea hat sich ihre süßen Zöpfe aufgemacht. Ich kann jetzt das iPad weglegen, wir sind nämlich gleich da. Schatz, in deiner Heimat. Ja, naja, nicht ganz, ne? Aber in der Nähe. Wir sind jetzt angekommen am Ziel. Jetzt zeig mal bitte, was wir im Kofferraum alles haben. Geh mal vom Kofferraum weg. Mach mal deine super Henna Montana Decke weg. Ja, wir sind gut angekommen. Kann ich ja nur so reinlegen, oder? Ja, wir räumen jetzt erstmal das Auto auf und dann melden wir uns gleich nochmal. So, wir haben jetzt alles ausgeräumt und Lea hat jetzt ihr neues Domizil. Komm, man sieht dich nicht, Lea. Also, jetzt kann man ja erst erkennen. Ich fange nochmal neu an. So, wir sind jetzt haben jetzt unseren Koffer ausgepackt. Lea wohnt hier. Die hat ein neues Zuhause, ein richtig schickes Wohnmobil. Und das wird sie euch aber demnächst mal in ihrem Video wahrscheinlich zeigen. Also ich würde jetzt nichts verraten. Ja, und jetzt kommt der Carsten. Der darf Mama, jetzt das Video beenden. Ich habe zu Carsten geguckt. Carsten, du hast die Ehre. Ach, du hast den Mund wieder voll. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt diesem Video gerne einen dicken Daumen nach oben. Schreibt ihn gerne in die Kommentare. Also uns gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video so gefallen hat, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auch unseren Instagram-Account zu folgen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hätte es nicht besser machen können. Und in den nächsten Tagen werden bestimmt noch ganz interessante Videos aus der Nähe von Braunschweig und aus Braunschweig kommen. Richtig.